Gestern Abend hat Apple iOS 17.3.1 sowie weitere Software-Updates für die Apple Watch, den Mac oder auch das iPad veröffentlicht und alle wichtigen Neuerungen, die mit iOS 17.3.1 kommen und warum ihr dieses Update installieren solltet, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn dich Videos zu neuen iOS-Updates interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Wie ihr bereits sehen könnt, bringt iOS 17.3.1 hauptsächlich eine Fehlerbehebung, und zwar Text kann bei der Eingabe unerwartet doppelt angezeigt werden oder sich überlappen. Da gibt es so ein paar Beispiele im Internet, die das relativ gut verdeutlichen. Da war Text zum Teil entweder übereinander getippt oder es wurden irgendwelche Leerzeichen angezeigt, die eigentlich nicht da waren oder ähnliches. Sehr gerne könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von diesem Fehler betroffen wart. Auf jeden Fall hat Apple genau dieses Problem mit iOS 17.3.1 behoben. Ich gehe stark davon aus, dass Apple noch weitere unbekannte Fehlerbehebungen integriert hat. Wie ihr sehen könnt, ist dieses Update gar nicht so klein. Auf meinem iPhone sind es jetzt 770 MB. Das ist natürlich ein bisschen abhängig davon, was für ein Gerät ihr habt und von welchem iOS ihr kommt. Aber grundsätzlich hat Apple hier auf jeden Fall einiges weiteres verändert, was man natürlich jetzt optisch nicht sehen kann. Aber ich gehe stark davon aus, dass Apple hier weitere Optimierungen integriert hat. Bei dem Update auf iOS 17.3.1 und iPadOS 17.3.1 handelt es sich offiziell nicht um Sicherheitsupdates, allerdings wird das Update trotzdem gelistet bei den Apple Security Updates. Allerdings wird hier, wie bereits erwähnt, kein genauer Patch irgendwie mit angegeben. Das heißt, hier können natürlich trotzdem sicherheitsrelevante Optimierungen mit beinhaltet sein, aber keine, die Apple hier jetzt explizit erwähnt. Trotzdem ist es durchaus sinnvoll, Updates, auch wenn es nur kleine sind, zu installieren, um eben kleinere Bugs und so weiter zu beheben, die durchaus irgendwann auch sicherheitsrelevant werden können. Und auch wenn Apple dies nicht im Changelog erwähnt, können kleinere Updates durch Fehlerbehebung auch die Akkulaufzeit verbessern. Solltet ihr also Probleme mit eurem Akku haben oder auch andere Bugs haben mit aktuellen iOS-Versionen, kann das Update auf iOS 17.3.1 auf jeden Fall helfen. Ich würde euch daher empfehlen, dieses zu installieren. Und damit wären wir auch schon am Ende dieses kurzen Infovideos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch weitere Änderungen oder Neuerungen gefunden habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.